Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, ich bin hier in der Ruine von Ondo, diese Eyeline-Ruine, die wir mal entdeckt haben. Und hier in der Nähe ist wohl ein Dedra-Schrein. Wo genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt einfach mal hier rüber gehen. Oh, das ist eigentlich nicht so schlau, wenn ich meinen Streitkolben hier verwende. Ich kann meinen Streitkolben auch gar nicht ablegen. Warum nicht? Habe ich hier nicht auf der 1? Ich habe den gar nicht auf der 1. Auf jeden Fall ist hier noch was. Ein Schlachterfisch. Ich liebe diese Handschuhe. So, hier muss doch irgendwo ein Dedra-Schrein gewesen sein. Dort. Perfekt. Mal gespannt, was das hier für ein Dedra-Schrein ist. Auf jeden Fall werden wir noch diese Quest in dieser Folge erledigen. Also ich hoffe mal, dass es alles hinhauen wird. So, komm mal her. So, da hinten ist der Dedra-Schrein. Und das weiß ich sogar schon. Das kann ich direkt erkennen, was das hier ein Dedra ist. Und zwar ist das Perit, ne? Perit hat nämlich immer eine Drachengestalt als Dedra, obwohl er ja, ne, wie man ja immer wieder hört, zu den Schwächsten der Dedra gehört. Der Dedra-Prinz natürlich, nicht der Dedra. Ist ja immer noch ein Prinz und ist daher natürlich immer noch weitaus stärker als irgendwelche Dedras. Aber auf jeden Fall ist das hier der Schrein von Perit. Guck mal einer an. Hoppala. Nein, 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 nein. Meine Fresse, was ist denn, hier los? Was ist denn mit denen los? Ich glaube, die sind unterwegs. Und jetzt sammle ich hier mal ein paar Zutaten ein. Was? Ich habe den Schrein von Perit gefunden. Aber irgendwas stimmt nicht mit seinen Jüngern. Sie scheinen in der Zeit erstarrt, ohne Geist und Willen. Keiner bewegt sich oder spricht. Er da bewegt sich. Eine willkommene Abwechslung. So, Sterblicher. Ihr habt also meinen Schrein gefunden und meine Anhänger gesehen. Sie sind ein peinlicher Anhänger und haben einen Zauber gesprochen, um mich herbeizurufen. Das war hochmütig und dumm. Und es hatte Folgen. Meine Anhänger sind gefangen zwischen den Welten. Ihre Körper hier auf dieser Ebene, ihre Seelen in Oblivion. Ihr sollt Körper und Seelen wieder zusammen. Ich werde euch auf die Ebene von Oblivion bringen, auf der sie gefangen sind. Findet ihre Seelen. Wenn ihr alle gefunden habt, werde ich euch zurückholen. Kommt wieder, wenn ihr soweit seid. Was jetzt? Kommen wir auch noch in sein Oblivion-Reich oder wie darf ich das verstehen? Perit sagte mir, dass 5 seiner Anhänger beim Versuch, ihm näher zu sein, ihre Seelen auf eine Ebene von Oblivion transportiert haben. Der Dedra möchte, dass ich dorthin reise und ihre Seele zurück in diese Welt bringe. Ich sollte mich der Statue erneut nähern, wenn ich für die Reise bereit bin. Ja, let's go. Ja, Alter, let's go. Ich würde mal sagen, das heißt ja nicht, welches Oblivion-Reich es ist. Ob Science ist oder weiß ich nicht, könnte natürlich auch wieder das von mir Runes Dagon sein. Dann könnte man jetzt halt wirklich auch dann davon ausgehen, dass es dann genauso aussieht wie das von Merunes Dagon. Oh, hier gibt es aber noch einiges zu sammeln. Also wenn ich irgendwo hier bin, dann bediene ich mich mal hier noch schnell, wenn es rechtens ist. So, okay. Ja komm, ich bin ready, let's go. So, seid ihr bereit für die Reise nach Oblivion? Let's go, bin ich. Ach du meine Fresse. Ich sollte vielleicht... mal meine Zauber wirken. Die Frage ist, wo denn genau? Hm. Natürlich rennen hier Gegner rum. Wer hätte es gedacht? Dedra-Spinne? Das ist also alles. Ich soll hier einfach nur die 5 Heinis finden. Was zweigt sie wie Leis? Das ist ja Arsch. Ah!
Ja. Man kann es auch echt übertreiben. Mir direkt zwei hier auf den Hals setzen. Drei! Ich korrigiere mich. Es sind drei Xivilais, die ich hier gedrückt bekomme. Oh mein Gott, hier ist aber einiges los. Auf dem Campus. Alter, wie viele Detras sind denn hier? Ist hier wirklich die ganze Familie? Aua. Hey. Komm, geh drauf jetzt, danke. Ihr habt aber einen ganz schönen Scheiß hier veranstaltet. Jetzt kann ich euch alle retten gehen. Hallo? Herr, wo bist du? Ich habe die Seelen von Kevan eingefangen. War schön zu wissen, dass ich weiß, wie die heißen. Aua. Also ich schätze mal, hier werde ich jetzt echt ein bisschen länger bleiben. Perfekt. Hey, du bist schon längst tot. Dann meist das auch hin. Natürlich bist du immun. Was auch sonst. Alter, was ein Abakat. Den muss ich dir lassen. Der war übel. Natürlich sandst du mich. Moment mal ganz kurz. So, da muss ich jetzt mal kurz meine Ion Grip verwenden. Ein Augenblick, Hydra Spinne, ich bin sofort bei ihm. Willst du mich noch leben? Was ein Jammer, hat leider nicht mehr ausgereicht. Aber jetzt ja alles voller Dietra. Also das wäre wirklich nicht mehr normal. Oh, oh ne, ist ein Dietra. Schade, ich dachte, das wäre mal so ein Blindvieh oder wie heißen. Also die Viecher, wo die netten Xivilais immer beschwören. Ich repariere mal mein Zeug. Man weiß nie. Ja, ist nötig. Oh mein Gott, ist sehr nötig sogar, sehe ich gerade. Ach, ich hab noch den gottverdammten Glashahn nicht. Ach, weißt du was? Der liegt jetzt da. So, tschüss. Das ist so ein dreckiger Scherz, Alter. Hier ist ja alles voll mit denen. Das ist ja nicht mehr witzig. Mir wird nicht angezeigt, dass ich da rein muss. Ich kann auch hier rüber gehen, ne? So, das nutze ich so hart aus. Ich pfeife da drauf. Wenn ich da die Abkürzung gehen kann, dann nutze ich diese auch. Nein, Scheiße! Scheiße! Warte. Jetzt können wir reden. So, wer bist du? Oh.
Ja, er Theos. Hat einfach gar nichts gesagt. Zwei von fünf. Nein. Pui. Pui, die Dreschspinne, pui. Oh, guck mal einer an. Euch gibt's also auch noch. Echt jetzt? Das sind zwei Xivilei? Das ist doch lächerlich. Auf einmal. So, hallo. Ja, wo bist du? So, wir haben den nächsten. Ilvel Romain oder wie auch immer. Knackter Name. So, Xivilais. So, dass ich einfach wegboxen kann. Hey. So, wunderbar. Ich will normalerweise nicht hier sein. Ich bin fast dazu geneigt, noch in diesen Turm reinzugehen. Ich bin dazu geneigt. Ich bin hier eh nur einmal. Um Abendzeit, so sind wir ja nicht. So, ich komme hoch und sage hallo. Na, was ist denn hier so? Außer ein D drauf. Geht mal schneller. Ja gut, war ein Scheiß. Ich hätte hier nicht hingehen sollen. Oh mein Gott. Hey. War vielleicht ein bisschen zu tief. Ja. So, let's go. Weiter geht's. Richtig ungemütlich aus. Hallo, willst du auch mal noch springen? Oder willst du runterrutschen und im Lavabaden gehen? Kannst du dir aussuchen. Also so viele Gegner auf einen Spot immer hier. Also das ist... Hab ich jetzt nicht so gehabt, muss ich sagen. So, komm her. Jetzt ja auch die ganze Zeit im Mund zu sein. Ja. Oh, was denn? Das war eine geile Kombi. Warte, bevor du baden gehst, gib mir dein Herz. Und auf jeden Fall ein Stückchen. Meine Fresse, ist das hier groß. Oh, la 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 la. Ja, keine Faxen machen. Machen wir mal ein paar Faxen. Hey, war ich hier schon? Hier war ich schon. Jetzt sagt nicht, ich bin im Kreis gelaufen die ganze Zeit.
Im Sprung. Wieder im Sprung. Oh, noch eine Dendra-Spinne. Eine tote Dendra-Spinne. Wie mich immer versuchen, diese kleinen Minispinnen nochmal verzweifelt zu nehmen. Ist aber einfach nichts bringend. Was? Oh, das war was los. Ist riskant. So, die Knochen will ich jetzt aber nicht haben. Noch mehr Dendra-Spinnen. Hä? Deine Pfeil zeigt ja sonst wohin. Wo ist er denn? Ein Sturm hast du da. Darüber oder was? Ach du Scheiße, ja Tatsache. Jetzt spring! Jetzt spring! Ja, er springt halt nicht, dann pick doch, Alter. Scheiße. Was war das denn gerade für eine Pokémon-Attacke schon wieder, Alter? Schnauze, lass mich alle in Ruhe. Alter, ich spam Leertaste, es passiert einfach nichts zu, hallo? Herr, wo bist du? Ja, und tschüss, so, Marien, der Aal oder so, keiner, was er jetzt startet hat. Und dann gehen wir jetzt mal noch den letzten Heini holen. Das ist das Gebiet hier, quält hier über von Dendra-Spinnen. Also, ich meine, stört mich nicht. Ich bin die liebsten Gegner eigentlich fast. Weil sie einfach für mich wollen sind. So ist der letzte. Dann haben wir es geschafft. So, warte. So, komm her. So, wenn ich schon da bin, hätte ich gerne... Hallo? Ich würde das hier gerne looten. Na gut, das brauche ich jetzt halt wirklich nicht. So, ich hab euch alle. So, erstmal mein ganzes Zeug reparieren. So. Peruit, errette uns. Ja, ja, ich habe euch errettet. So, ich habe jetzt auch die Seele von Miri eingefangen. Und nun? Ich hab alle. Ich habe alle Seelen von Peruits Anhängern gefunden, die in Oblivion verschollen waren. Und ein Tor hat sich vor mir aufgetan. Ach ja? Da hinten. Am Arsch der Welt. Vor mir. Kann ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Nicht fair. Was ist denn das hier? Ach so. Ach nee, also komm, das ist jetzt lächerlich. Also wenn jetzt auch das Tor von Peruit, Peruit, ich kann nicht mehr den Namen von ihm aussprechen. Peruit, so, oder wie auch immer, meine Fresse, ey. Genauso aussieht wie das von Betia, es ist aber auch wieder ein bisschen low. So, ich bin ins Reich der Sterblichen zurückgekehrt und die Seelen von, Peruits Jüngern sind in ihren Körpern zurückgekehrt. Ich sollte noch einmal mit dem Dendra sprechen. So, ihr könnt froh sein, ne? Dass ihr mich habt. Ihr habt meine Anhänger zurückgebracht, Sterblicher. Die natürliche Ordnung ist wiederhergestellt.
Habt vielen Dank dafür. Vielleicht haben Sie nun begriffen, wie töricht es ist, einen Vedra-Prinzen berühren zu wollen. Nehmt dies und meinen Segen. Möge es euch Glück bringen. Oh mein Gott, der Zauberbrecher! Perit war für meine Hilfe dankbar. Er gab mir Zauberbrecher als Belohnung. Oh mein Gott, Ehre! Den kriegt man hier also auch. Das wusste ich nicht. Wir haben den Zauberbrecher bekommen. Ich meine, den haben wir ja auch in Skyrim als Belohnung bekommen damals, als wir die Quest für Perit gemacht haben. Und auch in Enderal gab es den Zauberbrecher ja auch noch. Den haben wir da auch bekommen. Oh, wie cool ist das denn? Oh, ein paar Zutaten. So, wir reparieren jetzt mal alles. Dann sehen wir auch eh, was der Zauberbrecher so drauf hat. Pass auf, am Ende ist er besser wie mein aktuelles Schild. Ist aber bei Länge nicht. Zauber widerspiegeln 30% an selbst. Geil. Wie sieht der aus? Ja, er sieht gut aus. Er sieht gut aus. In Skyrim hat er mir besser gefallen und in Enderal. Aber er sieht nicht schlecht aus. Muss man lassen. Aber natürlich ist mein Schild besser. Jedenfalls was die Verteidigung angeht. Gut, dann hätten wir das auch geschafft, meine lieben Freunde. Dann würde ich echt sagen, geht's nochmal einmal zurück nach Chardinal. Ich habe übrigens das Schwert, was wir von Boethia bekommen haben, das habe ich ja, das habe ich erst auch. Dann erst gecheckt, als der Part vorbei war, hatte ich ja außersehen in die Questruhe gelegt, aber für die Dietrate-Fakte haben wir ja einen extra Schrank sozusagen. Dann habe ich nochmal dieses Katana, ich weiß nicht mehr wie es heißt, rausgeholt aus der Truhe und habe es hier reingelegt. Goldbrand, genau. So, und jetzt wird hier noch der Zauberbrecher hinzugefügt werden. Zack. Oh, hab ich eigentlich irgendwelche Ringe? Ne, dann nur das hier noch. Und dann würde ich schon wirklich sagen, wird's Zeit für die Hauptquest. Nur so ein paar Sachen ablegen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich da unterwegs bin und was ich da alles so finden werde, wenn ich in dieses Paradies gehen werde. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, hab mega Bock. Ich bin einfach nur maximal gehypt gerade. Also es gibt echt vieles, was mir in Oblivion sehr gefällt, aber dann auch wieder viele Sachen, wo ich sage, das hätten sie anders machen können. Jetzt wie zum Beispiel, dass auch an einem Oblivion-Tor jedes einzelne Dietra-Prinzen anders aussieht, ne? Das war bei Boethia ein ganz geiler Einfall, aber dann das Oblivion-Tor von Perit war genau dasselbe vom Design her. Das fand ich ein bisschen schade. Auch, dass das Oblivion-Reich von Boethia und Perit jetzt genau gleich aussahen wie das von Merunes Dagon. Ich weiß, hätten sie nochmal... Das hätte auf jeden Fall nochmal mehr an Arbeit in Anspruch genommen, definitiv. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Bin ich nicht so begeistert von, tut mir leid. Aber ansonsten, ich schlafe mal lieber noch, bis es Tag ist und dann werden wir... Ja, genau, 11 Stunden, so. Und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall direkt am Wolkenherrscher-Tempel ansetzen. Ich werde auch jetzt wieder den Part beenden, weil das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt hier mische mit der Hauptquest. Weil ja, die ganzen Dietra-Quests will ich eigentlich so als einzelne Parts machen. Das habt ihr aber wahrscheinlich eh schon gesehen. Ja. Wie gesagt, ausgerüstet habe ich mich ja schon vor Folgen. Wo ich ja hier die ganzen Sachen so einfach mit... Oh mein Gott. Was ich aber vielleicht machen sollte, ist mal die Zutaten ablegen, die ich jetzt so bei mir trage. Bis auf den Vampirstaub. Den würde ich gerne verkaufen. So. Ja, so haben wir nochmal ein bisschen mehr Traglast. Natürlich habe ich natürlich auch meinen Federzauber im Notfall auch noch. Wenn, je nachdem, was wir da so alles hinten werden im Paradies. Ich bin gespannt. So, da werde ich jetzt den Button. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge direkt am Wolkenherrscher-Tempel-Eingang wieder, würde ich sagen. Ich gehe auch die Treppe schon hoch, dass wir dann direkt mit Martin quatschen können. Dann sehen wir uns dort beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion. Macht's gut. Ciao.